Diese Gelegenheit möchte ich nutzen, Ihnen mein neues Team vorzustellen. Einige fragen sich vielleicht, was macht Sie nach so vielen Jahren Anwaltstraining jetzt mit einem Team? Die Antwort ist ganz einfach. Jeder aus meinem Team kann etwas, das ich nicht kann und das Ihnen nützt. Und es gibt noch weitere Gemeinsamkeiten meiner Teammitglieder. Jeder von Ihnen ist gewohnt, für Anwälte zu arbeiten. Jeder führt ein eigenes Unternehmen. Und jeder von Ihnen ist gewohnt, anwaltliches Marketing weiter zu optimieren. Ich lade Sie jetzt ein, mein Team kennenzulernen. Herr Grunwald, Sie haben mir erklärt, dass immer dieselben vier Komponenten eine anwaltliche Webseite effizient machen. Erstens, der Mandant macht mit, zum Beispiel durch ein integriertes Blogsystem. Zweitens, die Webseite muss leicht navigierbar sein, ohne nerviges Hin und Zurück. Drittens, schon die Startseite muss visuell attraktiv sein. Viertens, der Nutzen für den Mandanten fehlt oft bei Kanzlei-Webseiten, da Anwälte dazu neigen, die rechtlichen Inhalte einer Seite vorne wegzustellen. Wir kehren das um. Ja, Herr Grunwald, das sind also ein paar Tipps zur Optimierung der Webseite. Noch viel wichtiger scheint uns eine andere Sache zu sein. Wie wird Ihre Webseite nämlich gefunden, wenn Ihr zukünftiger Kunde überhaupt nicht weiß, wie Sie heißen und wenn er auch nicht weiß, in welcher Stadt Sie praktizieren? Frau Bussmann, meine Kollegen und ich, wir bringen die Mandanten zu den Anwälten auf die Webseite. Aha, wie geht das? Dort unterscheiden wir in drei Bereiche. Das ist zum einen die Suchmaschinenoptimierung, das Suchmaschinenmarketing und die sozialen Netzwerke. Suchmaschinenoptimierung, das Wort kennt ja jeder Anwalt inzwischen. Was ist das eigentlich genau? Suchmaschinenoptimierung heißt nicht, dass ich meine Webseite für die Suchmaschine optimiere, sondern ich optimiere die Webseite für den Mandanten. Und da muss ich mir zum einen die Frage stellen, wer sind überhaupt meine Mandanten? Ich habe die weitere Frage, wonach suchen meine Mandanten im Internet? Und die letzte Frage, die ich mir stellen muss, verstehen meine Mandanten das, was ich auf meiner Webseite schreibe? Und erst wenn ich all diese Fragen beantwortet habe, können meine Mitarbeiter und ich gute Suchmaschinenoptimierung auf der Webseite machen. Und was ist dagegen das Suchmaschinenmarketing? Dabei handelt es sich um bezahlte Anzeigen auf einer Suchmaschine, zum Beispiel Google oder Bing. Meine Mitarbeiter und ich sind es gewohnt, Kanzleien bei dem Eintritt in die sozialen Medien, wie zum Beispiel Facebook oder Google Plus, zu unterstützen. Und was sind dabei die Hauptfehler? Der Hauptfehler, den Anwälte machen, ist, dass sie auf sozialen Netzwerken nicht kommunizieren, sondern versuchen, offensiv zu verkaufen. Zusammenfassend kann man sagen, wenn der Mandant ihre Sprache nicht versteht, wird er nie den Weg zu ihnen finden. Frau Nagler, Sie schauen doch seit vielen Jahren nun schon in das Innere von Anwaltskanzleien. Was sehen Sie dort? Also ich kann sehen, ob die Kanzlei die Ankündigungen, die sie beispielsweise auf der Website macht, ob sie die auch wirklich einhält. Da steht ja ganz oft zu lesen, wir sind immer für unsere Mandanten da. Wenn ich dann aber um 17.01 Uhr, so wie der Mandant auch, anrufe und es ist nur der Anrufbeantworter zu hören, dann gibt mir das Auskunft darüber, wie motiviert und wie engagiert eben die Mitarbeiter sind. Und das ist in der Regel eine Sache der Mitarbeiterführung. Frau Nagler, was können Sie in dieser verfahrenen Situation den Anwälten bringen? Also Frau Bussmann, das wissen Sie ja selbst, dass nichts so teuer ist wie unzureichende Mitarbeiterführung. Ja, ich bin behilflich bei der Personalauswahl und zwar schaue ich ganz speziell auf die überfachlichen Kompetenzen, also ob jemand kontaktstark ist, ob jemand systematisch arbeitet, solche Dinge. Und das gehört auch schon in die Aufgabenbeschreibung, das heißt auch in die Anzeige, in die Annonce rein. Und da bin ich behilflich und ich sitze aber auch bei den Bewerbergesprächen mit dabei und gebe hinterher eine Empfehlung. Das zweite Beispiel, ich schaue danach, sind auch die Aufgaben
richtig verteilt? Sitzen die Mitarbeiter an der richtigen Stelle? Ich habe es schon erlebt in Kanzleien, dass vielleicht fachlich sehr gute, aber dafür introvertierte und schüchterne Mitarbeiter im Empfang sitzen. Das passt natürlich nicht so gut. Und ich trainiere mit ihnen beispielsweise etwas, was keiner eigentlich gerne macht, nämlich Kritikgespräche führen. Nur über Feedback lernen ja die Mitarbeiter, verbessern sie sich, wissen sie über ihre Defizite Bescheid und können sich dann eben auch verändern. Und das andere ist, ich führe Feedbacksysteme ein. Dazu gehört natürlich auch strukturiertes Mitarbeitergespräch. Ja, Achim, du hast ja hier eine Kulisse aufgebaut, die für mich eher spannend und sehr ungewöhnlich ist. Wir beide schauen zusammen zeitgleich in einen Spiegel. Wir hatten ja vorhin das Thema schon der Suchmaschinenoptimierung. Was habt ihr Filmer damit eigentlich zu tun? Der Filmtitel enthält natürlich auch Suchworte, die der Mandant eingibt, wenn er sich über bestimmte Rechtsgebiete informieren möchte. Und dann landet er auf der Seite von YouTube beispielsweise. Und über diesen Film kommt er dann wieder zurück auf die Homepage vom Anwalt. Welche Arten von Filmen machst du? Das erste und bekannteste ist natürlich der Imagefilm. In dem Imagefilm wird die Kanzlei vorgestellt, die Mitarbeiter werden vorgestellt und die Mandantschaft hat schon mal so einen ersten Eindruck, was sie erwartet. Interessant ist der Imagefilm auch für zukünftige Mitarbeiter, die sich so über die Kanzlei informieren können. Die zweite Art ist schon ein bisschen spezieller. Ich habe einen Film gemacht für einen Anwalt, der sich ausschließlich mit Medizinrecht beschäftigt und der wollte einen Film haben, der sich speziell mit Schmerzensgeldtabellen auseinandersetzt und das der Mandantschaft leicht verständlich erklärt. Das ist natürlich auch wieder der Suchmaschinengedanke, der dahinter steckt. Man gibt Schmerzensgeld ein oder Schmerzensgeldtabellen und landet dann auf diesen speziellen Film und es gibt dann wieder den Weg zurück zur Homepage. Die dritte Situation ist völlig neu und ganz schnell. Wenn beispielsweise ein BGH-Urteil entgeht, dann drehe ich mit dem Anwalt zusammen einen Blitzfilm. Er gibt einen Kommentar oder ein Statement oder er erklärt, was es für die Mandantschaft bedeutet. Ich schneide den Film in der Kanzlei noch zusammen und wir stellen ihn direkt ins Internet rein. Also das heißt, vom ersten Satz von ihm, wenn er sich nicht zu viel verspricht, so wie ich jetzt, bis dass der Film im Netz ist, vergehen vielleicht 1-2 Stunden. Das heißt, wenn morgens das Urteil erschienen ist, kann man nachmittags oder mittags schon googeln und hat schon die ersten Ergebnisse. Jeder Anwalt, der einen Imagefilm einsetzt, hat einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil. Und Imagefilme können den Weg vom Anwalt zum Mandanten verkürzen. Und ich möchte sogar sagen, gute Imagefilme können den Weg vom Anwalt zum Mandanten ersetzen. Und ganz am Schluss möchte ich jetzt noch das Rätsel auflösen, weshalb Sie mich vor einer Hotelbar sehen. Das ist ein üblicher Ort, wenn meine Seminare zu Ende sind und ein geeigneter Ort, mich mit meinem Team zu treffen. Es ist nämlich über ganz Deutschland verstreut und ebenfalls gewohnt, den Feierabenddrink in einer Hotelbar zu sich zu nehmen. Der Frühling streikt in diesem März 2013. Wir arbeiten für Sie.